Da badet eine Ente. Ja, wir kennen uns. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Dachmobil. Wir sind an dem Wochenende vom 12. bis 14. April ins Ahrtal gefahren. Jeder kennt die Geschichte des Ahrtals, was hier vor 3 Jahren passiert ist. Die große Flut hat weite Teile des Ahrtals unter sich begraben. Und seit 3 Jahren findet hier extreme Hilfe und Wiederaufbau statt. Um euch die Angst vor einem Besuch in das Ahrtal zu nehmen, sind wir nach Maischoss gefahren und stellen euch hier den Wohnmobilstellplatz in Maischoss einmal vor. Es ist absolut, wie man hört, wieder ein Reiseziel. Die Infrastruktur ist größtenteils wieder gegeben, aber das erzählen wir euch gleich alles, wenn wir über den Stellplatz gehen. So, dann zeige ich euch direkt, wie ihr angefahren kommt. Wir sind aus dieser Richtung gekommen über Altenahr. Es gibt an den ein oder anderen Stellen noch Ampeln, die da die Strecke einspurig ist, was aber auch damit zu tun hat, dass Verlegearbeiten noch sind, auch für Glasfaser und ähnlichen. Kurze Wartezeiten und ihr kommt eigentlich gut durchs Ahrtal. Dann kommt ihr hier vorne an, solltet ihr aus der anderen Richtung kommen, habt ihr hinter dem Berg auch noch mal eine Ampel, fahrt dann durch den Ort Maischoss, das ist dann aus Recht kommend und ihr kommt hier auf die Brücke. Diese Brücke ist auch wieder hergestellt worden, so dass ihr den Bereich des Stellplatzes gut erreichen könnt. Früher war der Stellplatz hier unten an der A, der an der Stelle aktuell nicht wieder hergestellt wurde. Wie wir beobachten konnten, gibt es immer noch Verdichtungsarbeiten auf dem Gelände. Ihr seht hinten ein großes Gefährt. Am Wochenende haben wir hier aber keinen Baulärm. Was man hier hört, sind Motorradfahrer, die haben wir überall, wo es hügelig und kurvig ist, und Traktorengeräusche von den Winzern, die natürlich hier auch am Wochenende ihrer Arbeit nachgehen. Baulärm habt ihr hier an den Wochenenden definitiv nicht, obwohl wir gesehen haben auf unseren Radtouren, dass hier auch samstags überall noch gearbeitet wird. Wir haben jetzt hier neben der Gaststätte Bahnsteig 1 oben den Stellplatzbereich wieder seit, ich glaube, letzten Jahr gut hergestellt oder seit 2 Jahren wieder nutzbar und circa Platz für 45 bis 50 Wohnmobile. Zelte und Wohnwagen sind hier nicht erlaubt und ihr müsst schon autark, was das Sanitär angeht, hier stehen können. Daher Toilette und Waschgelegenheit müsstet ihr an Bord haben. Da gibt es nichts. Wir zeigen euch jetzt einmal alles der Reihe nach. Wenn ihr über die Brücke gefahren seid, nehmt die zweite, also die hintere Einfahrt. Die vordere Einfahrt führt hinunter auf den PKW-Parkplatz und die obere Einfahrt auf den Bereich für die Wohnmobile. Der Parkscheinautomat wird von beiden Fahrzeugtypen genutzt. Bevor ich mit euch zum Kassenautomaten gehe, eine separate Anmeldung gibt es hier nicht, erzähle ich euch noch kurz was zur Infrastruktur der Wege. Der A-Rad-Fahrradweg ist mit improvisorischen Strecken ab hier auch wieder befahrbar. Ihr fahrt bis Altenahr, ab da gibt es einen Ersatzweg, der so super bis Adenau läuft. Den kann man sehr gut fahren. Auf der Homepage des Ahrtalsradweges ist das nicht so verwiesen. Wir sind ihn gestern gefahren. Also ihr kommt prima bis nach Adenau. In die andere Richtung geht es nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch das sollte funktionieren. Haben wir aber noch nicht getestet. Ab hier gibt es viele Wanderwege, die in die Weinberge gehen. Ihr seid vom Stellplatz auch relativ schnell oben auf der Saffenburg. Schaut dazu mal unser Video zu der Umgebung hier drumherum und über unser Wochenende, das wir hier verbracht haben. Da sind wir einige Strecken gefahren und auch gegangen.
Da zeigen wir euch auch den Ort und alles, aber das kennt ihr ja von uns, dass wir immer zwei Videos machen. Eins detailliert zum Stellplatz und ein anderes zur Umgebung und dem, was man hier machen kann. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der Kassenautomat funktioniert. Wenn ihr ankommt, könnt ihr erstmal auf den Platz fahren, gucken, ob was frei ist oder ob da frei ist, wo ihr gerne stehen möchtet. Und wenn ihr euer Fahrzeug abgestellt habt, könnt ihr dann hier zum Kassenautomaten gehen. Praktisches 24-Stunden-Prinzip. Das heißt, in dem Moment, wo ich einwerfe, oh, da lief eine Eidechse. Und zählen die 24 Stunden. Ihr könnt hier nicht mehrere Tage aufcounten und für 2-3 Tage auf einem Schlag zahlen. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn meine 24 Stunden zur Neige gehen, hier hingehen und erneut die Stellplatzgebühr von 8 Euro einwerfen. Das heißt, ich habe es gerade gesagt, die Stellplatzgebühr für 24 Stunden kostet 8 Euro. Wenn ich hier nur bis 3 Stunden stehen möchte, kosten sie mir für mein Wohnmobil 5 Euro. Stehe ich nur 20 Minuten hier, sind diese Kosten frei. Über dieses Terminal werden auch die Pkw-Gebühren bezahlt. Die sind eine Stunde 1 Euro, sollte jemand euch mit dem Pkw noch begleiten, bis 3 Stunden 2 Euro und das Tagesticket beträgt dann 4 Euro für den Pkw. PKWs sind nicht hier oben abzustellen, sondern unten auf dem separaten Parkplatz. Dort findet ihr auch für alle Notfälle noch ein Dixie, das genutzt werden kann. An der Säule sind Zahlungen nur in bar möglich. Dazu könnt ihr aber Münzen jeglicher Art einwerfen. Es geht keine Karten- oder Kreditkartenzahlung, auch keine App oder PayPal. Also wie gesagt, hier ist nur bares Wahres. Hunde an der Leine sind auf dem Platz erlaubt, wie auch das Grillen. Ob nur mit Gas oder auch Holzkohle, keine Beeinträchtigungen haben wir auf der Platzordnung gefunden. Ihr habt euch vorwärts oder rückwärts in die Parzellen zu stellen. Längsstellen bitte nicht. Also das heißt, ne, immer Schnauze nach vorne oder nach hinten, nie zur Seite. Vorne im Eingangsbereich haben wir verschiedene Kräutertöpfe und Blumen, die nett schon angelegt worden sind, plus diese übersachte, rustikale Sitzgelegenheit, wo man dann auch mal mit einem netten Glas Wein, das man sich vorne im Automaten geholt hat, mit seinen Bekannten, mit denen man unterwegs ist oder auch alleine hinsetzen kann und das dann auch im Regen. Die Parzellen haben keine Parzellierung. Jeder hält sich an die normale Breite, die man zum Nachbarn braucht. Und der komplette Platz ist ab der Entsorgung hier vorne geschottert. Keile bedingt. Bei dem einen oder anderen Platz muss man mal einen Keil drunter legen, aber im Großen und Ganzen ist der Platz sehr eben. Und im Gegensatz zu dem einen oder anderen Belag, den wir in Schotteruntergrund schon vorgefunden haben, es trägt sich so gut wie nichts ins Wohnmobil. Die Körnung ist also so gewählt, dass sich nichts in Rillen von Sportschuhen festsetzt. Finde ich schon mal gut. Und bevor wir euch jetzt noch die Entsorgungsmöglichkeiten hier für euren Müll und euer Grauwasser und die Toilette zeigen, zeigen wir euch noch was für die leibliche Versorgung. Weil ich rede ja hier die ganze Zeit von Bahnsteig 1, Gastronomie, direkt am Stellplatz. Und da zeige ich euch jetzt mal, was es alles lokulisch da zu entdecken gibt. Lasst uns erstmal in den Bahnsteig einkehren, bevor wir den Müll aus dem Wohnmobil kehren. Bevor wir mit euch jetzt in das Lokal Bahnsteig 1 hineingehen, wollte ich euch noch zeigen, der Eingang befindet sich einmal hinten über die Terrasse. Auch hier, wie ihr sehen könnt, VR Open, könnt ihr hineingehen. Karte zum Einlesen hängt hier draußen auf. Sollte geschlossen sein, weil Speisen sind aufs Wochenende beschränkt, haben wir hier draußen auch noch einen oder zwei, besser gesagt, Weinautomaten, wo ihr von regionalen Winzern die Weine beziehen könnt. Natürlich auch mit Mineralwasser. Und dann sind wir direkt dabei. Infrastruktur. Was gibt es hier? Gegenüber gibt es die Vinothek mit einem Weinverstandskauf, einer Gastronomie mit auch sehr guten Gerichten. Da soll die Pizza und der Flammkuchen besser sein als beim Italiener. Wir haben einen provisorischen Metzger im Ort. Wir haben
einen Bäcker oder waren es zwei? Ich weiß es nicht genau. Ein bis zwei Bäcker, muss ich leider so sagen. Wir haben eine improvisorische Stelle der Sparkasse und der, was, Commerzbank oder Raiffeisen? Raiffeisenbank. Also von daher könnt ihr dann auch noch auf dem Campingplatz Burgwiese in der Klause für kleines Geld relativ gute Hausmannskost mit saisonal wechselnder Küche genießen. Und ansonsten ist die Infrastruktur hier so weit hergestellt, dass ihr ein Wochenende genießen könnt. So, jetzt gehen wir mal rein. Der Thorsten möchte nämlich mit uns noch einiges sagen. Direkt am Steilplatz haben wir ja das Lokalo Bahnsteig 1. Dort haben wir schon vor der Flut eine Gastronomie gehabt. Jetzt haben wir mehr ein Eventlokal. Und was ihr da alles so bekommt oder auch machen könnt, das erzählen wir euch jetzt. Wir gehen nämlich jetzt mal rein und der Thorsten Recht, der das Ganze hier seit Jahren auch schon vor der Flut betreibt, der wird uns auch dazu einiges sagen, wie es ihm ergangen ist und was er noch vorhat. Kommt mal mit, wir gehen den Thorsten mal kurz besuchen. Hallo, da haben wir hier auch schon den Thorsten Rech, der hier das Lokal Bahnsteig 1 in Maischoss neben dem Stellplatz betreibt. Er kann euch einiges zu den Veränderungen sagen und was ihr hier alles bei ihm genießen könnt. Ja, herzlich willkommen hier im Bahnsteig 1. Schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt seit Dezember 23 wieder offen. Da sind wir fertig und haben das Restaurant eigentlich komplett anders wieder aufgebaut, als es vorher war. Ja. Nicht, was vorher so reines Gasthaus war, haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen als Event-Location, Vinothek und Restaurant steht dann tatsächlich mittlerweile an letzter Stelle. Mhm. Wir machen noch à la carte Geschäft. Zurzeit ist das aber so ein bisschen aufs Wochenende beschränkt, so Freitagabend, Samstag, Sonntag. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass die Bahn noch nicht fährt, der Fahrradweg noch nicht da ist. Nicht? Und das so dieses normale durchlaufende Geschäft fehlt uns so ein bisschen. Und wir versuchen das halt in den nächsten zwei Jahren unter der Woche ein bisschen mit Firmen-Events, Tagungen und Geburtstagen, privaten Feiern, Weinproben und solchen Geschichten ein bisschen anders zu spielen. Und ja, deswegen sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir hier mit einem spannenden neuen Konzept in die Zukunft starten können. Also ich bin mit meinem Sohn, wie gesagt, 3-4 Wochen vor der Flut ja hier gewandert und wir waren auch hier eingekehrt. Also was daraus entstanden ist, gefällt mir ehrlich gesagt besser als das, was vorher da war. Vorher war schon super. Das, was jetzt da ist, ist wirklich eine Oase. Hier hast du das Gefühl, in die Zeit einzutauchen, obwohl es einen sehr modernen Touch trotzdem herüberbringt. Also up to date, mit seinem ganz persönlichen Charme, mit viel Liebe zum Detail und eben auch toll, immer wieder die Relikte, die hier doch auch die Geschichte des Hauses widerspiegeln, wie sie hier in das Ambiente des Lokals mit eingebracht worden sind. Gestern war eine geschlossene Gesellschaft, man kann deine Location auch dafür buchen. Ja. Und gibt es dann Weinverköstigung, Weinproben oder? Wir sind da zu allen Schandtaten bereit, nicht? Von Whisky, von Weinproben über Whisky-Tastings bis zu reinen normalen Geburtstagsfeiern oder Firmenveranstaltungen, ja. Barbecue, ach, wir sind da mittlerweile so breit aufgestellt und haben da ein gutes Netzwerk, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn man unsere Homepage schaut, da kann man auch so einen tollen 3D-Rundgang machen, da kann man eigentlich mal den ganzen Laden schon in 3D erleben und mal durchlaufen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und das soll ja auch eigentlich das Ziel des ganzen Tals sein, dass in den nächsten Jahren aus den Locations, die von der Flut betroffen waren, was Neues, Tolles entsteht und dass man sich eigentlich als Tourismusregion hier ganz neu erfinden kann. Das ist jetzt halt die Chance und die wollten wir auch nutzen. Also was uns aufgefallen ist, wir sind sehr viel an der Mosel, auch am Rhein, aber verstärkt an der Mosel. An der Mosel hast du verstärkt älteres Publikum. Und was wir hier gesehen haben, hier sind sehr viele junge Leute, Anfang 20 bis junge Familien Anfang 30, die hier als Tagestouristen kommen, ihre Wanderungen machen oder wie gestern Junggesellenabschied feiern. Von daher ist man hier wirklich auf den Punkt aufgesprungen, dass man hier nicht im verstaubten
so war es schon immer so bleibt, sondern auch die Gelegenheit nutzt, etwas Neues zu schaffen. Und das finde ich hier super umgesetzt. Wenn ihr hier auf dem Stellplatz steht, schaut einmal rein. Draußen die Terrasse lädt wunderbar zum Essen, Verweilen ein. Ihr könnt dort auch nur einen Kaffee trinken. Es gibt eine kleine Kuchenkarte. Es gibt weitere Gerichte oder abends etwas trinken. Ich hatte gestern auf dem Platz. Und am Wochenende am besten reservieren. Das ist so viel los, das ist so voll alles. Deswegen am besten reservieren, das ist wirklich wichtig. Ruft einfach vorher an. Den Link zum Lokal blenden wir euch wieder unter dem Video ein. Und ruft ihn an. Macht euch einen Tisch klar und dann habt ihr auch schon die Gewissheit, dass ihr was bekommt. Weil gestern waren die Gespräche auf dem Platz so, dass sie alle enttäuscht waren, weil hier eine geschlossene Gesellschaft gewesen wäre. Aber wäre die nicht gewesen, wäre auch kein Platz frei gewesen, weil der Besuch eben da ist. Das Lokal ist frequentiert für die, die auch eben sich gemütlich hinsetzen wollen, ist hier alles geboten. Ja, dann sage ich an der Stelle toi 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 für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Interview, dass wir dich sehr gerne interviewen durften und ja, mach weiter so, wir werden es bestimmt noch mal sehen. Wir arbeiten weiter dran. Alles klar, danke dir. Ne? Gerne. Direkt am Eingangsbereich befindet sich ein Container, wo ihr euren Restmüll entsorgen könnt. Es wird nicht getrennt. Daher meine Bitte, Glas ist im Ort im Glascontainer einzuwerfen. Papier nehmt wieder mit nach Hause und hier kommt dann der Restmüll rein. Und nicht versuchen, von der Seite aufzumachen, wie ich Esel gestern. Die Öffnung ist von der Seite. Dann kann ich euch an der Stelle noch sagen, wir hatten die Information erhalten, dass der Platz hier oben nicht auf ewiger Zeit hier oben für die Wohnmobile bleiben soll. Er soll wieder nach unten, näher ans Wasser, irgendwann gestaltet werden. Wann, gibt es noch keine Info zu, aber es soll so sein, dass das hier oben wieder verstärkt Parkplatz wird und für die Wohnmobile irgendwann der Stellplatz unten wieder am Wasser sein soll, so wie er in der Vergangenheit auch gewesen ist. Aber da wollen wir gar nicht hetzen, wir können hier super stehen. Auch von hier oben ist der Blick schön ins Tal runter. Also von daher kann man sich hier ruhig Zeit lassen und sich erstmal um andere Dinge kümmern, weil wir stehen hier wirklich gut. Die Wiederaufbaumaßnahmen sind wirklich schon weit fortgeschritten. Das Trümmerhaus, das ihr zu Beginn des Videos gesehen habt, soll demnächst abgerissen werden. Das hat auch nichts damit zu tun, da gab es wohl vom Besitzer her die Probleme, dass es nicht weiterging, dass alles hier auf der rechten Seite so nach Baustelle aussieht, warum die ganzen Bagger da unten standen, wo wir von der Brücke aus auf die rechte Seite runtergefilmt haben, liegt daran, dass im Moment komplett der Weg der Ahrtalbahn wieder instand gesetzt wird. Die soll wohl im Laufe dieses Jahres wieder in Betrieb genommen werden. Die ganzen Eisenbahnschwellen wurden hochgeschwemmt, verbogen und so weiter, durch die Gewalt des Wassers von Baumstämmen beschädigt und so weiter. Bis Adenau ist das alles momentan in Gange, dass es wieder instand gesetzt wird. Da wurde auch gestern gearbeitet, auf dem Samstag. Wir sind ja, wie gesagt, da entlang gefahren und haben auch mit einem Anwohner, das Interview haben wir in dem zweiten Video, das hier zur Umgebung ist, auch drin, geführt. Das wird gerade massiv instand gesetzt, damit wieder hier der Tagestourismus, die Wanderer, die die Bahn nutzen, um eine Strecke mit der Bahn zurückzulegen und dann von einem Ort zum nächsten zu wandern, beziehungsweise die Fahrradtouristen, dann halt hier wieder nutzen können. Also lasst euch nicht von ein paar Baufahrzeugen, die hier rumstehen, abschrecken. Die stehen zu Hause auch. Von daher ist es auch so, wenn die Bahn wieder intakt ist, läuft sie hier am Stellplatz in der hinteren Reihe vorbei. Auch ein Grund, warum der Platz wieder nach vorne gelegt werden soll. Also von daher warten wir es ab. Ihr habt hier den Grauwasserschacht mit Bewegungsmelder. Der könnt ihr euer... Ne, ist kein Bewegungsmelder. Kann das ein Druckmelder sein? Nein. So schwer bist du nicht. Ja, du aber.
wo ihr euer Grauwasser ablassen könnt. Bevor das Ding gleich nochmal losgeht, zeige ich euch hier noch die Frischwasserversorgung. Wir haben hier die Frischwasserentsorgung, wo ihr dann mit der Start-Stopp-Automatik über die Tastatur euch Wasser in verschiedenen Mengen ziehen könnt. Und hier wieder im typischen 10 Cent 1 Liter Turnus bis zu einem Euro dann könnt ihr dann die Münzen für die benötigte Wassermenge einwerfen. Müssen wir nicht weiter was zu erklären. Und das in schöner Entfernung haben wir dann auch die Chemietoilettenentsorgung. Die haben wir nämlich genau schräg gegenüber, sodass die beiden sich nicht ins Gehege kommen. Haben wir hier eine neue, auch noch sehr gepflegt aussehende Frischwasserentsorgung. Das System kennt ihr, ne? Füßchen drauf, Kläppchen auf, plus den Wasseranschluss für die Spülung eurer Kassette, dass ihr nochmal nachspülen und ausschütten könnt. Also von daher tippitoppi. Gut gemacht. Wir hatten eben auf dem Platz die Diskussion, wie viel hält die Konstruktion aus, wenn ich drüber fahre. Also gerade ist ein Wohnmobil mit 3,5 Tonnen. Ja, 4,5. Oder 4,5 Tonnen drüber gefahren, Reifenspuren sieht man noch, es ist noch intakt. Also von daher, gucken wir mal, wenn so ein 7,5 Tonner da drüber fährt. Nee, ich möchte das gar nicht sehen. Der Platz ist in den vorderen Reihen beleuchtet mit diesen Leuchten, die in Gelblicht, ne, oder wie nennt man das, abends erstrahlen. Es gibt von der Stromversorgung her nur diese Ladestationen für E-Autos, die aber auch mit dem entsprechenden Adapter, wo ihr eine normale Steckdose dann an der anderen Seite habt, genutzt werden können, um euer Mobil zu laden. Wir haben selber leider so einen Stecker nicht, so einen Adapter, um ihn euch zu zeigen. Wir haben ihn uns eben vom Nachbar zeigen lassen, der hatte das mit, wie uns eben auch der Thorsten Rech vom Bahnsteig 1 uns eben sagte, geht man davon aus, dass man immer mehr auf dieses System umstellen wird und jeder demnächst so ein Kabel sowieso mit sich führt. Also normale Stromanschlüsse sind hier nicht gedacht. Das daneben, wo der ein oder andere sagt, da steht doch ein Stromkasten, nee, das ist der Sicherungskasten hier für die Multifunktionslaterne. Im Preis des Stroms können wir euch leider keine Angaben geben. Wir können euch nur sagen, wie bezahlt werden kann über den QR-Code. Die App von ePower laden und dann könnt ihr dort über die Eingabe eurer Kreditkarte bzw. per PayPal zahlen. Wie die Verbrauchskosten sind, könnt ihr da leider nur auf der Homepage erfahren. Hier an der Säule sind keine Informationen dazu enthalten. Kannst noch mal hier rüber schwenken, da sieht man, dass da die Bahntrasse wieder hinkommt. Deshalb auch der ganze Split und die Betonklötze. Das ist ja hier zum Wiederaufbau. Ja, da haben wir Sandmüll hier liegen lassen. Ne? Da hinten haben wir ja auch die Eisenbahnbrücke. Ne? Dass hier wieder die Ahrtalbahn instand gesetzt wird. Da haben wir ja auch noch alte Betonreste hinten dem Fahrradtunnel hinter dem Bagger. Den siehst du jetzt gerade nicht so. So, jetzt habt ihr auch gesehen, wie wir hier standen, wie wir hier draußen morgens gefrühstückt haben, abends lecker gegrillt haben. Und unser Fazit an der Stelle ist, Hut ab vor den Menschen, die hier leben, für das, was ihr auf die Beine stellt, um wieder ein normales Leben mit einem Touch der Chance zu nutzen, sich zu modernisieren und auch digital multifunktional aufzustellen. Mir fehlen die Worte von so viel Mut, Enthusiasmus und unermüdlichem Kampfgeist, was ihr hier wieder in der Zeit mit allen Hürden, die euch in den Weg gelegt worden sind, auf die Beine gestellt habt. Wir sind zutiefst dankbar, dass wir Wohnmobilisten dieses schöne Fleckchen Erde wieder mit genießen können. Und definitiv, liebe Community, fahrt her, unterstützt das Ahrtal mit eurem Beitrag, hier ein Wochenende oder ein paar Tage zu verbringen oder auch mal nur einfach als Tagestourist herzukommen.
Es ist immer noch traurig genug, was man sieht, aber man lebt hier wieder. Und das könnt ihr auch. Hier könnt ihr den Tag und das Leben genießen. An der Stelle sage ich Danke und nächste Woche sehen wir uns wieder zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Duckmobil. Macht's gut. Ciao. Ciao.